أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alles Lob gebührt Allah, dem Schöpfer der Himmel und der Erde, der die Engel mit je zwei, drei und vier Flügeln zu Boten gemacht hat. Er fügt der Schöpfung hinzu, was ihm gefällt. Allah hat wahrlich Macht über alle Dinge. Was Allah den Menschen an Barmherzigkeit gewährt, das kann keiner zurückhalten. Und was er zurückhält, das kann nach ihm keiner freigeben. Und er ist der Allmächtige, der Allweise. O ihr Menschen, gedenkt der Gnade Allahs gegen euch. Gibt es einen Schöpfer außer Allah, der euch vom Himmel und von der Erde her versorgt? Es ist kein Gott außer ihm. Wie könnt ihr euch da von ihm abwenden? Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, schon die Gesandten vor dir sind der Lüge bezichtigt worden. Und zu Allah werden die Angelegenheiten zurückgebracht. O ihr Menschen, wahrlich, die Verheißung Allahs ist wahr, darum lasst euch nicht vom diesseitigen Leben betören und lasst euch nicht vom Betörer über Allah betören. Wahrlich, Satan ist euer Feind, so haltet ihn für einen Feind. Er ruft seine Anhänger nur herbei, damit sie zu Bewohnern des flammenden Feuers werden. Denjenigen, die ungläubig sind, wird eine strenge Strafe zuteil sein. Denen aber, die glauben und gute Werke tun, wird Vergebung und großer Lohn zuteil sein. Ist etwa der, dem das Böse seines Tuns verschönt wird, so dass er es als gut ansieht, recht geleitet? Gewiss, Allah lässt in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will. Lass darum deine Seele nicht in Seufzern über sie hinschwinden. Wahrlich, Allah weiß, was sie tun. Und Allah ist es, der die Winde sendet, die das Gewölk hochtreiben. Dann treiben wir es über eine tote Stadt und beleben damit die Erde nach ihrem Tode. Ebenso wird es bei der Auferstehung der Toten sein. Wer da Erhabenheit begehrt, der wisse, dass alle Erhabenheit Allah gehört. Zu ihm steigt das gute Wort empor und rechtschaffenes Werk wird es hochtreiben lassen. Und diejenigen, die Böses planen, für sie ist eine strenge Strafe bestimmt und ihr Planen wird unwirksam sein. Und Allah hat euch aus Erde erschaffen, dann aus einem Samentropfen, dann machte er euch zu Paaren. Und kein weibliches Wesen wird schwanger oder entbindet ohne sein Wissen. Und keinem, der ein langes Leben hat, wird sein Leben verlängert, noch wird sein Leben irgendwie verringert, ohne dass es in einem Buch stünde. Das ist ein leichtes für Allah. Und die beiden Gewässer sind nicht gleich. Dieses ist wohlschmeckend süß und angenehm zu trinken, und das andere ist salzig bitter. Und aus den beiden esst ihr zartes Fleisch und holt Schmucksachen, die ihr tragt. Und du siehst die Schiffe darauf fahren, auf dass ihr nach seiner Huld trachten und vielleicht doch dankbar sein möget. Er lässt die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht übergehen. Und er hat euch die Sonne und den Mond dienstbar gemacht.
Ein jedes Gestirn umläuft seine Bahn auf eine bestimmte Zeit. Dies ist Allah, euer Herr. Sein ist das Reich, und jenen, die ihr statt ihm anruft, gehört nicht einmal Macht über das Häutchen eines Dattelkerns. Wenn ihr sie bittet, hören sie eure Bitte nicht. Und wenn sie diese auch hören würden, so würden sie euch nichts in Erfüllung bringen. Und am Tage der Auferstehung werden sie leugnen, dass ihr sie zu Göttern nahmt. Und niemand kann dich so unterrichten wie der eine, der kundig ist. O ihr Menschen, ihr seid arm und auf Allah angewiesen. Allah ist auf keinen angewiesen und ist des Lobes würdig. Wenn er will, kann er euch hinwegnehmen und eine neue Schöpfung hervorbringen. Und das ist für Allah nicht schwer. Und keine lasttragende Seele soll die Last einer anderen tragen. Und wenn eine schwer beladene um ihrer Last willen ruft, soll nichts davon getragen werden, und handelte es sich auch um einen Verwandten. Du kannst die allein warnen, die ihren Herrn im Geheimen fürchten und das Gebet verrichten. Und wer sich reinigt, der reinigt sich nur zu seinem eigenen Vorteil. Und zu Allah ist die Heimkehr. Und wahrlich, der Blinde ist dem Sehenden nicht gleich. Noch ist es die Finsternis dem Lichte, noch ist es der Schatten der Sonnenhitze, noch sind die Lebenden den Toten gleich. Wahrlich, Allah macht hörend, wen er will. Und du kannst diejenigen nicht hörend machen, die in den Gräbern sind. Wahrlich, du bist nur ein Warner. Wahrlich, wir haben dich mit der Wahrheit als Bringer froher Botschaft und als Warner entsandt, und es gibt kein Volk, in dem es nicht einmal schon Warner gegeben hätte. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben auch jene schon, die vor ihnen waren, die Propheten der Lüge bezichtigt. Ihre Gesandten kamen mit klaren Beweisen und mit den Büchern und mit der erleuchtenden Schrift zu ihnen. Dann erfasste ich jene, die ungläubig waren. Und wie war es dann mit der Verleugnung? Hast du nicht gesehen, dass Allah Wasser vom Himmel herniedersendet? Dann bringen wir damit Früchte mit mannigfachen Farben hervor, und in den Bergen sind weiße und rote, verschiedenfarbige und rabenschwarze Schichten. Und bei Mensch und Tier und Vieh gibt es auch verschiedene Farben. Wahrlich, nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Wahrlich, Allah ist erhaben, allverzeihend. Wahrlich, diejenigen, die Allahs Buch verlesen und das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen gegeben haben, insgeheim und offenkundig spenden, rechnen mit einem Handel, der nicht vergeblich sein wird. Damit gibt er ihnen ihren vollen Lohn und noch mehr aus seiner Huld hinzu. Er ist wahrlich allverzeihend dankbar. Und das, was wir dir in dem Buch offenbart haben, ist die Wahrheit, die das bestätigt, was ihm vorausging. Gewiss, Allah kennt und durchschaut seine Diener recht wohl. Vor dem gaben wir das Buch jenen von unseren Dienern zum Erbe, die wir erwählten.
Und unter ihnen sind einige, die gegen sich selbst freveln, und unter ihnen sind einige, die den gemäßigten Standpunkt einnehmen, und unter ihnen sind einige, die nach den guten Dingen mit Allahs Erlaubnis wetteifern. Das ist die große Huld. Gärten von Eden, sie werden sie betreten, geschmückt werden sie darin sein mit Armspangen aus Gold und Perlen, und ihre Kleidung darin wird aus Seide sein. Und sie werden sagen, alles Lob gebührt Allah, der die Traurigkeit von uns genommen hat. Unser Herr ist wahrlich allverzeihend, dankbar, der uns in seiner Huld in der Wohnstadt der Ewigkeit ansässig machte. Keine Mühsal berührt uns darin, noch berührt uns darin Müdigkeit. Und für diejenigen, die ungläubig sind, ist das Feuer der Jahannam. Der Tod wird nicht über sie verhängt, so dass sie sterben könnten, noch wird ihnen etwas von ihrer Strafe erleichtert. So vergelten wir es jedem Undankbaren. Und sie werden darin schreien, unser Herr, bringe uns aus der Hölle heraus, wir wollen rechtschaffene Werke tun, anders als wir zuvor zu tun pflegten. Gaben wir euch nicht ein genügend langes Leben, so dass ein jeder, der sich besinnen wollte, sich darin hätte besinnen können? Und überdies kam der Warner zu euch, so kostet nun die Strafe, denn Frevler haben keinen Helfer. Wahrlich, Allah kennt das Verborgene der Himmel und der Erde. Wahrlich, er kennt alles, was in den Herzen ist. Er ist es, der euch zu Statthaltern auf Erden gemacht hat. Wer aber ungläubig ist, auf ihm laste sein Unglaube. Und den Ungläubigen kann ihr Unglaube nur den Widerwillen ihres Herrn mehren. Und ihr Unglaube kann den Ungläubigen nur den Verlust vergrößern. Sprich, habt ihr die Götter gesehen, die ihr statt Allah anruft? Zeigt mir, was sie von der Erde erschufen. Oder haben sie einen Anteil im Reich der Himmel? Oder haben wir ihnen ein Buch gegeben, woraus sie einen Beweis hätten entnehmen können? Nein, die Ungerechten verheißen einander nur Trug. Wahrlich, Allah hält die Himmel und die Erde, damit sie nicht weichen. Und würden sie weichen, so gäbe es keinen außer ihm, der sie halten könnte. Wahrlich, er ist nachsichtig, allverzeihend. Und sie schworen bei Allah ihre festen Eide. Wenn ein Warner zu ihnen käme, würden sie der Führung besser folgen als eines der anderen Völker. Doch als dann in der Tat ein Warner zu ihnen kam, so bestärkte sie das nur in ihrer Abneigung. Sie sind in Hochmut auf Erden und böse im Planen. Doch der böse Plan fängt nur seine Urheber ein. Erwarten Sie denn etwas anderes als das Vorgehen gegenüber den früheren? Aber in Allahs Vorgehen wirst du nie eine Änderung finden. Und in Allahs Verfahren wirst du nie einen Wechsel finden. Sind sie denn nicht im Lande umhergezogen, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derer war, die vor ihnen lebten? Und jene hatten mehr Kraft als sie selber, und nichts vermag Allah in den Himmeln oder auf Erden zu hemmen, denn er ist allwissend, allmächtig.
Und wollte Allah die Menschen für das bestrafen, was sie tun, würde er nicht ein Lebewesen auf der Erdoberfläche übrig lassen. Doch er gewährt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Frist. Und wenn ihre Frist um ist, dann durchschaut Allah seine Diener.